Ich weiß genau, was ich wann zu tun habe. Wann welche Kurve kommt, wann welcher Stein mir im Weg liegt. Wo ich daran vorbeifahren muss, drüber springen muss. Im optimalen Fall ist es so, dass man eigentlich nichts denkt, sondern nur die Strecke und ich. Ich lebe hier in Süddeutschland, eigentlich am Rand vom Schwarzwald. Und das sind schon auch eigentlich so mein Trainingsgebiet. Und versuche jetzt auch nächstes Jahr meinen 16. Titel auf meiner Heimstrecke einzufahren. Ich fahre jetzt seit 22 Jahren Downhill. Und leider hatte ich natürlich auch viele, viele, viele schwere Verletzungen. Das muss man einfach so akzeptieren irgendwann mal. Ich bin sicher nicht perfekt beim Fahren und mache immer noch Fehler, aber ich bin immer noch motiviert, aus meinen Fehlern zu lernen und auch sie zu verbessern und Dinge zu ändern, um wieder gewinnen zu können. Also eine Downstrecke muss ich im Kopf haben, um das Maximum an Speed rauszuholen. Aber jedes Rennen ist anders und man muss bei jedem Rennen die Augen und Ohren offen haben, um neu zu lernen, um einfach da den nächsten Step wieder zu machen zu können. Mein Sohn ist jetzt im Alter, wo er sagt, Papa, geh mit mir Radfahren. Da bin ich auch so ein Stück weit eigentlich auch froh, dass er da eigentlich Lust drauf hat. Aber so richtig forcieren möchte ich es eigentlich nicht, weil dann macht man es von Herzen. Bei meinem Vater war das sicherlich ganz genauso. Er hat nie eigentlich versucht zu sagen, ja, du musst jetzt trainieren gehen. Sondern das kam immer von mir. Einmal trainiere ich gerne, einfach weil ich das gerne mache. Und dann kommt natürlich auch das Gewinnen dazu, dass ich das eigentlich immer wollte. Ich wollte nicht Zweiter werden, sondern ich wollte gewinnen. Vielleicht sitze ich deswegen noch hier.